Hey, in diesem Video möchte ich dir meine persönliche Top 3 der System of a Down Riffs zeigen, also meine persönlichen Lieblings-Top 3 Riffs von System of a Down. Eine der New Metal Bands, die mir so im Herzen geblieben sind, weil die einfach irgendwie so dieses Punkige, dieses Aggressive, dieses ein bisschen Rotzige auch so in der Musik mit so tief gestimmten New Metal Riffs vereint haben. Und das hat mir als Kind einfach extrem imponiert. Also, ich weiß noch, wie ich den ersten Song von ihnen gehört habe, es war BYOB, Sleep of MTV. Und es hatte schon diesen so ein bisschen düsteren mit den Polizeiuniformierten da, wo sie dann irgendwie in Riot-Uniform sind. Und ja, System ist ja auch eine sehr politische Band und ich glaube, das hat mich da auch immer sehr ja, beeindruckt, was die so an Texten auch haben. Auf jeden Fall, jetzt gibt es meine drei persönlichen Favorite Riffs von System of a Down. Und später kannst du noch auf dem Gitarrenhits-Kanal vorbeischauen, weil da zeige ich dir nochmal drei andere Riffs, die du auch zum Nachspielen dann mit Tabs lernen kannst. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal los. Meine persönliche Top 3 Lieblingsriffs von System of a Down. Let's go! Delamar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf dem Gitarrenhits-Kanal. Nein, Delamar Gitarkanal, hier sind wir. Und zwar, mein Name ist Tim. Heute gibt es die drei Lieblingsriffs von mir für dich von System of a Down. Später kannst du noch auf den Gitarrenhits-Kanal vorbeischauen. Das wollte ich nämlich sagen, weil da kannst du die Riffs auch oder drei andere Riffs kannst du da auch lernen mit Tabs und allem drum und dran. Wenn dir dieses Video gefällt, dann lässt du gerne noch ein Like und ein Sub da. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los mit meinem drittliebsten Favorite System of a Down Riff. Und ich sag dir erstmal nicht, wie es heißt. Und du schreibst mir doch in die Kommentare, ob du es errätst. Mal gucken. Let's go. Also mein erstes Riff ist dieses gewesen. Und hast du es erraten, dann schreib es mir mal rein. Wenn ich sage es dir jetzt, dieser Song heißt nämlich Inner Vision und ist vom Steal This Album. Und ich habe den reingenommen, weil ich mir beim Durchhören, eben bei der Recherche für dieses Video, habe ich mir doch gedacht, okay, was ist so ein Riff, was diese Harmonien, die System typischerweise vereint, plus die typischen so Gitarrenspielereien, die da drin sind, irgendwie präsentieren kann. Und das Riff ist mir dann direkt rausgestochen und ich habe mir auch gedacht, so, das ruft auch irgendwie Erinnerungen vor, weil ich dieses Album sehr, sehr viel gehört habe. Und was es so ausmacht für mich, finde ich, ist dieses so ein bisschen arabisch angehaucht. Wir haben hier einen phrygischen Klangcharakter. Das ist immer dieses hier. So ein bisschen diese arabisch-ägyptischen Tonleitern. Und das gepaart dann mit dem Alternate Picking hier in der rechten Hand. Das ist für mich so ein typisches System Riff und was es noch typischer macht, ist, dass der Sound auch noch vom, nicht der Sound, sondern die Melodie vom Gesang wird hier in der Gitarre gedoppelt oder andersrum, je nachdem, wie sie es komponiert haben. Und das ist auch was System einfach typischerweise macht irgendwie. Also wenn du Tipps zum Songwriting brauchst, das ist echt ein gutes Riff, um sich mal anzuhören, wie man so Vocals mit Metal Riffing verbinden kann. Und deswegen Inner Visions vom Steal This Album. Und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Riff. Und da habe ich mir gedacht, wir müssen mal ein bisschen was so voll auf die 12 geht, einfach raushauen und mal gucken, ob du es erkennst mal wieder. Schreib es mir in die Kommentare, wenn ja. Let's go. Das ist mein zweitliebstes Riff auf dieser Liste und es ist, finde ich, auch, geht in eine ähnliche Richtung, ist noch ein bisschen so, noch schnelleres Picking, einfach noch ein bisschen aggressiver, so ein bisschen mehr so diese Punk-Schiene vielleicht auch, so ein bisschen unsauber auch gespielt so im Originalen und ich finde, das macht so auch diesen Vibe einfach aus, den System immer hat. Und der Song heißt New Guns. Hast du es erraten? Schreib es mir in die Kommentare. Sehr cooles Riff, einfach nochmal so wieder diese arabische Tonleiter, ist wieder phrygisch, diesmal eine andere phrygische Tonleiter. Wir sind nicht mehr auf C, sondern wir sind hier.
habe, erkennt das Muster. Und einfach dieses sehr aggressive Picking, was sie hier machen, was mich, glaube ich, auch sehr beeinflusst hat. Also ich habe das lange gehört, bevor ich wusste, was Thrash Metal ist, was Slayer ist und so. Und ich glaube, das hat mich auf jeden Fall so sehr beeinflusst, dass ich dann auch in die härtere Metal-Schiene auf jeden Fall reingefunden habe. Und wahrscheinlich geht es vielen so. Deswegen habe ich mir gedacht, das Riff muss auch rein, weil es einfach so super schnell und cool ist. Ich drücke nochmal hier auf den Abo-Button, wenn dir das Video gefällt. Und nicht vergessen, später guckst du noch auf dem Gitarren-Hits-Kanal vorbei, weil da zeige ich dir nochmal drei weitere Riffs und die gibt es dann auch zum Nachspielen. Weil jetzt kommen wir schon zu meinem Lieblingsriff auf dieser Liste und das habe ich mir eben beim Anhören nochmal rausgepickt, weil es mir einfach so im Gedächtnis geblieben ist, wo ich mir echt gedacht habe, wow, also es hat nur zwei Noten gebraucht oder so. Und es kamen so viele Erinnerungen auch zurück zu der Zeit, wo ich das einfach super viel gehört habe, System of a Down. Und es ist auch ein cleanes Riff. Ich habe mir gedacht, okay, die machen ja nicht nur diese harte Metal-Schiene. Und wieder mal, schreib mir doch noch, ob du es errätst und schreib mir doch vielleicht auch noch in die Kommentare, ob du dir eine andere Band mal vorgestellt wünschst. Auf jeden Fall kommt hier mein Favorite Riff auf dieser Liste. Mal gucken, ob ich es fehlerfrei spielen kann. Let's go! Naja, zumindest fast. Es ist auch echt ein schweres Riff. Also das ist ein Riff, wo ich, wie gesagt, eben echt gedacht habe, so wow, so viele Erinnerungen, die da einfach zurückkommen und wo ich mir einfach dachte, das muss sowas von rein. Es ist auf meinem Lieblingsalbum, wo ich gerade den Namen doch mal nochmal schauen muss. Es ist Hypnotize und der Song heißt Radio Video. Und dieses Hypnotize bzw. Hypnotize und Mesmerize Doppelalbum, ey, das habe ich wirklich rauf und runter gehört, als das rauskam. Habe vorhin, glaube ich, schon erzählt, auch der erste Song, den ich überhaupt gehört habe, auf MTV lief das damals, war BYOB. Ist auch auf dem Album drauf. Und einfach dieses auch, es hat schon so ein bisschen was von einem Konzeptalbum, was dann für mich auch immer total diese Progressive-Schiene ist. Das Riff ist auch in einer sehr krummen Taktart, falls man es nicht gemerkt hat. Und benutzt auch hier so ein bisschen seltsame Harmonien, weil sie einfach hier von diesem Moll-Dur-Charakter dann später dahin gehen. Und das ist auch einfach eine, finde ich, sehr, sehr wichtige Sache bei System, dass die so ein bisschen crazy Harmonien, crazy Taktarten unterbringen. Und das hat auch einfach super viel in mir so, glaube ich, hervorgerufen, wo ich dachte, wow, das ist coole Musik, das finde ich geil. Und vielleicht geht es dir auch so. Schreib mir mal in die Kommentare, wie du System findest, ob du andere Bands in der New Metal Schiene hast, die dir auch gut gefallen und ob du dir vor allem noch ein weiteres Video in diese Richtung wünschst mit einer anderen Band, welche Band das sein soll. Lass gerne noch ein Like und ein Sub da und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Nicht vergessen, noch auf dem Gitarren-Hits-Kanal vorbeischauen, da kannst du die oder andere drei Riffs von System auch noch lernen. Auf jeden Fall viel Spaß mit diesen Riffs und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut und bis bald.